Uttita Vivekasana ist die stehende Stellung des Nachdenkens oder auch die obere Unterscheidungsstellung. Raffaella zeigt, wie es geht. Stehe ganz gerade, kreuze deine Unterarme vor dem Brustkorb und gib die Hände in die gegenüberliegenden Ellbeugen. Dieses Uttita Vivekasana. In der Stellung kannst du jetzt nachdenken. Das Kreuzen der Arme vor dem Brustkorb soll dann so ein bisschen heißen, dass du deine Emotionen beruhigst, dass du auch in die Tiefe deines Wesens hineingehst und dass du dich auch frei machen willst von äußeren Einflüssen. Manchmal ist es gut, sich zu lösen, vom Äußeren nach innen zu gehen. In unserer heutigen Zeit noch wichtiger als zur Zeit der alten Hatha-Yoga-Meister. Menschen heute sind Meister der Ablenkung, mindestens mit Smartphone, iPhone und sonstiges, sind viele Menschen in der Versuchung, nicht mehr richtig nachzudenken. Und das könntest du auch in deine Hatha-Yoga-Praxis durchaus integrieren. Normalerweise wollen wir im Yoga nicht unbedingt nachdenken, wir wollen der Meditation in Asanas und Pranayama in hier und jetzt sein. Aber manchmal ist auch tiefes Nachdenken möglich und das kannst du dir auch erlauben in Uttita Vivekasana. Du musst auch nicht unbedingt die Arme kreuzen, wenn du irgendwann mal warten musst, nutze doch die Zeit mal, um nachzudenken.